immer noch Berlin, immer noch Potsdamer Platz, immer noch Fantasy Filmfest. Ich befinde mich gerade in der Halbstundenpause zwischen zwei Filmen. Ich habe gerade Black Death gesehen, zusammen mit Simon. Und das ist der neue Film vom Regisseur von Creep mit Franka Potente. Das wusste ich nicht, dann hätte ich mir nämlich vielleicht überlegt reinzugehen, weil ich Creep einfach schauerlich fand. Das war ein Film mit Plot, aber ohne Handlung, der ging für mich gar nicht. Hier ist übrigens noch viel Betrieb, wie ihr merkt, aber ich ziehe das jetzt einfach mal gnadenlos durch. Ich hoffe, das klappt auch mit der Beleuchtung. Black Death fängt an wie ein typisches mittelalterliches Drama. Eine Gruppe von Soldaten im Auftrag des Bischofs sollen ein Dorf aufspüren, in dem die Pest erstaunlicherweise nicht wütet. Und das passt der Kirche natürlich gar nicht. Und sie vermuten dann gleich Ketzerei, Hexerei und wollen dagegen vorgehen. Damit tun sie sich keinen Gefallen, wie sie schnell feststellen. Das Erstaunliche an dem Film ist sicherlich, dass er in Deutschland gedreht wurde, in Sachsen-Anhalt größtenteils, mit einer auch ebenfalls größtenteils deutschen Crew. Davon hat uns der Regisseur dann auch erzählt, der war nämlich vor Ort und hat auch ein paar Worte dazu gesagt. Wie ist er jetzt? Also Tatsache ist, er hat mich in mehrererlei Beziehungen überrascht. Er fängt eher schwach an mit Charakteren, die sehr Klischee sind, die man 100-mal gesehen hat, die harten Krieger, die entmenschlichten Krieger, der naive junge Mönch und so weiter und so fort. Das ist also wirklich aus dem Baukasten. Ich fand die Kameraarbeit, die vom Regisseur im Nachhinein nochmal besonders gelobt wurde, überhaupt nicht erstaunlich und überhaupt nicht beeindruckend. Das hat mich also auch total kalt gelassen. Das waren aber auch dann Sachen, und vor allem dann bei der Kameraarbeit, bei den Kämpfen ging es dann gar nicht mehr, weil da wurde dann wieder diese trendige Handkamera eingesetzt und da wird einem teilweise echt schlecht, weil der Kameramann rennt mit dem Ding immer auf der Schulter los und das wackelt alles nur noch und auf einer großen Leinwand ist das dann eher Kopfschmerz induzierend. Also es war kein guter Anfang. Ich hatte schon gedacht, das ist dann nach Centurion der zweite mittelalterliche Schlägerfilm, der mir auf die Nerven geht, oder Kostümfilm, der mir auf die Nerven geht. Da hilft dann auch Sean Bean nicht, der wieder genauso aussieht wie in Herr der Ringe. Das macht es dann auch nicht fett. Aber zu meiner großen Überraschung schafft Black Death genau das, was Centurion nicht schafft und woran auch viele Filme scheitern. Nämlich ähnlich wie im Genre der Horrorkomödie Tucker and Dale schafft es Black Death zum Ende des zweiten Akts wirklich noch was zu sagen zu haben. Die Auflösung, warum dieses Dorf keine Pest hat, und wie das alles zusammenhängt, wie die Machtstrukturen sind und wie dann die verschiedenen Machtstrukturen aufeinander knallen. Das ist sehr, sehr interessant, das ist sehr gut durchdacht, das ist auch sehr modern, angenehm antikatholisch. Ich denke, das könnte man auch nennen, mittelalterlicher Atheismus, der Film. Und auch sehr, sehr mutig, inklusive des Endes, was dann nur im Epilog ein bisschen zu lang gezogen wird. Aber generell war ich überrascht, dass der Film dann doch auf die Fragen, die er stellt, auch Antworten hat und die auch nicht wirklich bequem sind. Insofern ist es also ein Film, auf den man sich einlassen muss. Man wird aber am Ende dafür belohnt. Man erlebt es ja oft auf dem Festival, dass es umgekehrt ist. Man hat einen tollen Anfang und dann sabbern die Filme so vor sich hin. Das war hier nicht der Fall. Ich fand ihn toll. Ich gebe 7 Sterne und sehe jetzt mal zu, dass ich noch in Corridor komme. Ciao!